Ja, wunderbares Hallo vom Zentrum für Yoga. Heute geht es um die Psychosomatik. Mein Name ist Markus Ritz, Heilpraktiker in Nürnberg, spezialisiert auf solche Themen: TCM, Yoga, Psychosomatik, Naturheilkunde, so wie ihr es auch in meinen Padmasana-Magazinen findet. Hier zum Beispiel die Schilddrüse. Denn das Thema ist bekannt, aber in der Schulmedizin wird es immer noch so, naja, stiefmütterlich behandelt, um es mal so noch nett auszudrücken. Ab und zu verwendet man mal in der Schulmedizin, ja, kommt von der Psyche, aber oft ist es so eine Verlegenheitsdiagnose oder eine Verlegenheitsaussage. Wir haben halt nichts anderes, bedeutet dies. Zum Beispiel bei Tinnitus, Neurodermitis und solchen Geschichten, Weichteilrheuma. Selbstverständlich ist da was dahinter. Es ist im Grunde bei allen Krankheiten eine psychosomatische Verbindung. Denn wenn der Körper krank wird, leidet immer der Geist. Das ist normal. Wenn ich eine Grippe habe, ich nicht, aber wenn jemand anders eine Grippe hat, dann geht es ihm nicht gut. Und auf der anderen Seite, wenn es ihm nicht gut geht, bekommt er vielleicht eine Erkrankung. Das ist immer so. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Und gerade wichtig sind diese Themen bei chronischen Erkrankungen. Bei akuten, naja, guten Schnupfen, da kuriert man sich aus, dann muss man nicht immer gucken, warum man die Nase voll hat. Aber bei Erkrankungen, die nicht weggehen, wo die Schulmedizin keine Lösung hat und vielleicht auch die Naturheilkunde keine Lösung mehr hat, oder es wird mal besser, dann ist der Zeit lang gut, nach einem halben Jahr kommt es wieder und wieder weg, wieder kommt, wieder weg. Chronische Problematiken. Und da gibt es zurzeit ja viel, viel, viel. Und wenn man in der heutigen Zeit immer noch die Psychosomatik ein bisschen niederdrückt oder belächelt und keine Lösung anbietet, dann ja, kann ich leider auch nicht helfen. Die Energie wird dann auch immer vergessen. Alles ist schlussendlich eins: Körper, Geist und Seele. Die Energie ist alles dasselbe. Und auch die Psyche ist Energie. Der Körper ist dieselbe Energie. Es ist genau und ein und dieselbe Energie. Und sobald man es trennt, der Psychologe behandelt nur die Psyche, der Chirurg nur die Wirbelsäule, nur die Knochen, dann funktioniert es definitiv nicht. Und wenn man davon ausgeht, alles ist Energie, alle Muskeln, alle Knochen, alles ist Energie, Plus und Minus. Die ganzen Mineralstoffe, Calcium zum Beispiel, es muss in den Knochen, aber das geht nicht einfach so in den Knochen, sondern durch Bewegung, durch Molekülbewegung oder wie auch immer man das nennt. Plus und Minus ziehen sich an, Minus, Minus stößt sich ab und so bewegen sich Teilchen im Universum. Und die Psyche genauso. Menschen ziehen sich an, Menschen stoßen sich ab, das ist normal. Und immer haben wir eine Verbindung, immer und immer wieder. Egal bei was für einer Erkrankung, ob ich mir den großen Zeh anstoße, ob ich Krebs habe, ob ich Rückenschmerzen habe, es ist immer die Psyche mit beteiligt. Und ob man nun dran glauben will, ob immer die Psyche die Ursache ist, spielt eigentlich keine Rolle. Denn wenn man behandelt, muss immer alles behandelt werden. Egal was man hat. Denn wenn alles eins ist, kann ich nicht nur das eine behandeln, sondern ich muss immer beides behandeln. Und wie gesagt, nicht umsonst sind so viele Menschen chronisch krank, weil man immer nur ein was anschaut. Auch mittlerweile ganzheitliche, sogenannte ganzheitliche Kanäle vergessen immer irgendwas, was man noch dazu nehmen kann, zum Beispiel die Energie. Dann arbeitet man mit Körper, Psychosomatik und vergisst die Energie.
und so weiter. Und wie man es im Yoga macht, auch in der Therapie des Yoga, spielt eigentlich keine Rolle, ob man nur so zum Spaß übt oder zur geistigen Entwicklung. Es ist immer alles mit dabei, Körper, Geist und Seele. Denn es wird nicht getrennt. Und auch Psychosomatik darf man nicht vom Körper dann so sehr trennen. Ja, es kommt von der Psyche, wirkt sich auf den Körper aus. Der Körper muss genauso bearbeitet, behandelt und gepflegt werden. Und somit selbst die, die Psychosomatik machen, vergessen dann den Körper. Und so weiter. Auch bei meinen Videos vergesse ich manchmal, das Ganze zu verbinden, noch mehr zu verbinden, aber das ist manchmal nicht immer möglich. Ja, und so ist immer alles. Man fängt vielleicht beim Körper an, weil den kann man anpacken, den kennt jeder Mensch, auch Menschen, die nicht an Gott glauben oder an Energie. Den Körper kennt man und dann geht man immer tiefer in die Behandlungsebene hinein. Und so sieht man, man kann ganzheitlich denken und denkt doch begrenzt. Aber kein Problem, denn Denken ist ja immer begrenzt. Selbst wenn man denkt, ich arbeite schon, denke ganzheitlich, vergisst man immer irgendwas. Es gibt ja so viele verschiedene energetische Ebenen, ich habe keine Ahnung wie viel. Aber wieder zurück zur Psychosomatik. Körper und Seele und Geist hängen alle zusammen. Und selbst, wie gesagt, wenn man die psychischen Themen behandelt, zum Beispiel aus der Kindheit, man ist nicht geliebt worden, dann hat man das Gefühl, naja, als Erwachsener darf ich auch nicht geliebt werden, entwickle eine Hauterkrankung. Dann muss man immer noch die Seele betrachten. Die ist auch noch da. Und Psychosomatik, eben. Da fehlt wieder die Seele, die Seelenkomponente. Die Seele hat einen anderen Weg. Die Seele braucht vielleicht diese psychosomatische Krankheit zum Entwickeln. Oder die Seele sagt, so, jetzt kriegst du mal Rückenschmerzen, weil du nicht auf mich hörst. Und dann kriegt man Schmerzen. Statt dass man die Psyche behandelt, den Seelenweg sucht, das ist ja eben auch das wichtigere Thema noch als die Psyche, dann geht es nicht voran. Dann kommt das Problem immer wieder, weil die Seele sagt, hey Mensch, du musst lernen, ich schicke dir noch ein bisschen mehr Krankheit, mehr Probleme, dass du siehst, dass selbst die Psyche, das Denken nicht das Wichtige ist. Und wie man es zum Beispiel im Yoga macht, ist es ja, das Denken runterzufahren. Im menschlichen Sinne, sondern das Denken benutzt für die wichtigen Dinge, aber nicht eben überstrapaziert, denn die Seele kann man nicht mit dem Denken erhaschen, geht nicht. Ja, und so sieht man, trotz ganzheitlicher Therapien ist man immer noch mit dem Denken. Wenn man ganzheitlich denkt, ist man immer noch grundlegend rudimentär unterwegs, weil es gibt so viele Ebenen. Und aufgrund dessen ist es umso wichtiger, dass derjenige, der erkrankt ist, sich mit sich beschäftigt. Denn es ist der individuelle Weg. Ein Therapeut, ein Arzt, wer auch immer, kann sich nur denken, was man haben könnte. Aber was, wenn man jetzt so eine Liste nimmt, Rückenschmerzen, Psychosomatik, da gibt es ja tausende Punkte, die man aufführen kann. Findet ihr übrigens in der Playlist über Psychosomatik auf meinem Kanal. Dann muss derjenige eben für sich das Richtige herausfinden, womit er was anfangen kann. Wie bei Träumen auch, es gibt Traumdeutung, aber da gibt es tausende Möglichkeiten, was das bedeuten könnte. Und es ist immer individuell. So kann man sich immer auf den Weg zur Seele machen, zum Göttlichen, dann ist man immer auf einem guten Weg. Nun, ich will jetzt Therapeuten nicht frustrieren, ich kenne das selber, es ist schwierig. Man denkt immer, man weiß so viel, man kann so viel erzählen, aber da fehlt immer noch ein riesiger, riesiger Teil. Nun, es gibt neben der Schilddrüse auch zum Beispiel Leber, das ganzheitliche Magazin über den Rücken, Bauchspeicheldrüse, und vieles mehr. Ich sage wieder mal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.